Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich war im Kick und im Teddy und deswegen gibt es heute einen kleinen Haul. Ich habe nicht sonderlich viel gekauft. Eigentlich auch nur so immer mal wieder was und das hat sich jetzt mal so ein bisschen angesammelt. Und ja, bevor ich das eben zum Basteln benutze, zeige ich euch das gerne. Ja, und deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach mal an mit den Artikeln vom Kick. Zum einen habe ich hier ein Bügelbild für unsere Tochter geholt. 1,59 Euro kostet das. Und zwar sind da so diese Pailletten drauf, diese Wendepailletten. Ich dachte zuerst, ich habe nämlich nicht gelesen, dass das ein Bügelbild ist. Ich dachte zuerst, das wäre zum Aufnähen. Ja, da muss man einfach mal gucken, wie man das am besten macht. Bis jetzt habe ich es noch nicht gemacht, wie man sieht. Das ist noch eingepackt. Mal schauen, wann wir das denn ja, mal schaffen. Dann habe ich heute noch gefunden so Streudeko, 16 Stück. Und zwar sind das Tannenbäumchen, die glitzern, also für Weihnachten dann, aus Holz. Und die haben gekostet 1,29 €. Dann habe ich noch ein bisschen Herbstdeko sozusagen geholt. Das sind 12 Blätter, ebenfalls aus Holz und die kosten 1 Euro. Wer, wie gesagt, oder wie schon öfters mal erwähnt, meine Facebook-Seite verfolgt, der hat da auch schon eine herbstliche Karte gesehen mit dem Stempelset Landleben. Und ich glaube, ich habe sogar ein Video gemacht. Ich weiß das jetzt gar nicht auswendig, weil ich ja im Moment die Halloween-Serie drehe und deswegen weiß ich gar nicht mehr, was ich gedreht habe. Und dann habe ich hier noch so Bastelperlen geholt. Und zwar sind das 12 kleine Röhrchen. 7 Gramm sind da wohl immer drin. Und die haben gekostet 1,59 €. Also für Schüttelkarten ist das natürlich optimal, ne? In allen möglichen Farben. Und die Röhrchen kann man ja hinterher auch super verwenden. Die sind aus Plastik. Für andere ja, Basteleien. Und ich möchte nämlich noch ein Ü-Paket losschicken, aber ich habe ehrlich gesagt noch nicht mal angefangen. Ich weiß nicht, ich habe zwar diese Woche frei, aber irgendwie ja, gar keinen Drang, so im Moment irgendwie groß was zu machen. Mal schauen, wann ich das denn mal starte. Dann war ich im Teddy. Da gibt es ja jetzt schon Weihnachtsartikel. Ja, ganz viele und immer wieder mehr. Hier habe ich einmal so Holzanhänger. Steht gar nicht drauf, wie viel da drin sind. Da sind aber 6 Stück für 75 Cent. Auf denen steht Merry Christmas. Ich denke mal, da steht überall das Gleiche drauf. Man kann das jetzt nicht sehen und ich möchte die jetzt auch nicht aufmachen. Dann habe ich hier diese Häkelborte, selbstklebend, das sind 2 Meter für 1 Euro in so Naturfarbe. Ja, ganz unspektakulär. Schutzhüllen, 100 Stück. Die kann man hier zukleben in der Größe 7,5 x 7,5 cm. Und die haben auch 1 Euro gekostet. Denn wenn man dann so kleine Sachen bastelt und oder kleine Streudeko einpacken möchte, dann kann man die so schön verzieren, also zukleben, oben zusammentackern mit Papier und dann verzieren. Dafür haben die nämlich die optimale Größe. Dann habe ich hier eine Geschenktüte und wie ihr sehen könnt, die glitzert. Das ist schwarz oder Anthrazit, würde ich jetzt mal sagen. 75 Cent hat die gekostet in der Größe 16 x 16 x 8 cm. Ich habe mir überlegt, vielleicht kann man hier draus ja ein Loaded Envelope machen. Ich weiß natürlich nicht, ob das hier so gut hält auf dem, ob man hier gut kleben kann. Da müsste man einfach mal probieren oder eben halt mit Heißkleber das Ganze probieren. Dann könnte man so einen kleinen Loaded Envelope machen. Die Seiten kann man ja auch zusammentackern, hier zumindest, damit das auch wirklich gut hält und stabil ist. Ja, da müsste man einfach mal schauen, ne?
Ansonsten verwende ich es eben einfach wirklich als Geschenktüte. Dann habe ich noch ein paar Sticker entdeckt. Für 1 Euro, so Weihnachtssticker. Könnt ihr das sehen? Die sind hier so erhaben, sag ich mal. Ja, wie so, ja, wie soll ich das sagen? Wie so bei Diamanten, sag ich jetzt mal, ja. Auf jeden Fall sind die sehr, sehr schön. Ansonsten habe ich heute gesehen, gibt es unglaublich viele Sticker, die es letztes Jahr auch schon gab. Und alles, was ich letztes Jahr hatte, möchte ich dieses Jahr nicht nochmal kaufen, weil, ne, ist ja irgendwie nicht so, ja, nicht so meins. Und zwar haben die schon wieder diese Schneemänner oder Weihnachtssternchen, in denen, ja, diese Sticker mit dem Schütteleffekt, die kann man so schütteln und da sind so kleine Perlchen drin. Die hatten die letztes Jahr auch schon mal. Genauso haben sie auch hier so runde Sticker, auf denen die Adventskalenderzahlen draufstehen, in Rot und Grün. Hatten sie letztes Jahr auch schon. Ja, ist jetzt nicht so dann mein Fall und deswegen, ich finde es zwar schade, dass sie da nicht was Neues rausgebracht haben bisher, außer jetzt diese hier. Die gibt es ja auch, glaube ich, noch in einer anderen Farbe. Aber ansonsten, mal abwarten, was da noch so kommt. Unsere TD-Filiale ist immer noch am Auspacken, die sind da nicht so die schnellsten. dann habe ich mir heute, um den bin ich schon dreimal drum herum geschlichen, einen Motivstanzer geholt. Für 1,50 Euro und zwar ist das eine Schneeflocke. Ich bin mal gespannt, ob die gut stanzen oder nicht. Also es gibt die als Schneeflocke und als Hirsch, glaube ich. Genau, jeweils 1,50. Und beim Kick haben sie welche, die sind noch kleiner. Da gibt es im Moment Herzen, Sterne. Herzen, Sterne und noch irgendwas, ich weiß es nicht. Naja, ich bin mal gespannt, wie diese Schneeflocke hier aussieht, wie das hier stanzt, ob das gut funktioniert. Und dann habe ich noch 2 Artikel für euch. Ein Bastelset, Tannenzapfen heißt das. Und zwar kann man hier diese kleinen Wichtelmännchen damit basteln. Das Ganze hat 2 Euro gekostet und hier innen drin ist alles, was man dafür braucht. Also diese Tannenzapfen, die Pompons, ein bisschen Dekodraht für weiß ich nicht was. Ja, die Bänder, um die ganzen aufzuhängen. Hier ist wohl auch eine Anleitung mit dabei. Da braucht man dann ein bisschen Nadel und Faden, aber das habe ich zumindest zu Hause. Hat das, glaube ich, jeder zu Hause. Damit kann man dann die Mütze, muss man da einfach nur ein bisschen zusammennähen. Ja, also man kann die, statt die fertig zu kaufen, auch so selber machen. Also anstatt dieses Set zu kaufen, denn draußen findet man ja überall Tannenzapfen. Und die Pompons gibt es ja auch beim Teddy in allen möglichen Größen und Farben. Und ja, also wer mag, kann die natürlich auch selbst dann sich zusammenbauen, ohne dieses Bastelset. Dann gab es noch ein Bastelset. Und zwar auch Tannenzapfen und das sind so lustige Tannenzapfen, die Skifahren. Das fand ich so cool. Also es sieht zumindest lustig aus. Und ich finde es halt praktisch, weil man in dem Set echt alles drin hat. Man muss nicht erst rausgehen und was sammeln. Klar, mit Kindern macht das natürlich schon Spaß, ne? Deswegen habe ich die auch mitgenommen. Dann kann ich nämlich mit unserer Tochter zusammen diese beiden hier ja, mal basteln. Das gefällt ihr bestimmt. Hier ist auch alles Mögliche dabei, was man hier benötigt. Also auch hier wieder dieser Draht, auch die Augen, die Pompons, die Tannenzapfen und der Filz für die Hüte hier. Ich denke, man kann das bestimmt auch ein bisschen umgestalten, wenn man dem anderen Hüte verpassen möchte. Wer da ein bisschen kreativ ist, kann das mit diesen Filzbogen auch anders ausschneiden, ne? Ja, und hier ist auch wieder die Anleitung mit dabei. Also ich finde es super. Es gab noch 1 oder 2 Sets mehr. Eins weiß ich, das war aus Moosgummi.
Da konnte man aus Moosgummi einen Schlitten basteln. Aber weil das so komisch aussah, habe ich das nicht mitgenommen. Das hier ist wirklich schön. Und wenn man hier auch so Sprühfarbe zum Beispiel hat, kann man diese Tannenzapfen auch noch ein bisschen besprühen. Aber so ein Moosgummischlitten, ich fand, das sah auf dem Bild auf jeden Fall sehr komisch aus und nicht so schön. Und ja, das ist eigentlich nur zusammengesteckt. Nicht wirklich gebastelt, deswegen habe ich es nicht mitgenommen. So, ihr Lieben, ja, wow, 10 Minuten. Wir haben heute einen kurzen 10-Minuten-Haul. Aber ist ja nicht schlimm, der muss ja nicht eine halbe Stunde gehen. Ansonsten war es das erst einmal, weil, ja, ich weiß auch nicht, unser Teddy ist nicht, wie gesagt, nicht so der schnellste, was das Auspacken von neuen Sachen angeht. Und die brauchen auch ziemlich lange, bis die überhaupt mal neue Ware kriegen. Ich habe schon so viele Hauls gesehen mit neuen Artikeln vom Teddy. Gibt es bei uns gar nicht. Genauso habe ich auch einen Haul gesehen, bei dem viele Artikel vom Kick reduziert wurden für 10 Cent. Bei uns sind teilweise diese Artikel gar nicht im Sortiment gewesen. Und wenn doch, dann sind die immer noch zum Originalpreis da. Also die haben jetzt zwar vieles an Bastelmaterial rausgeschmissen, aber nichts, wo ich sagen würde, traurig. Also da waren dann zum Beispiel diese Tags, die es da den ganzen Sommer über gab, oder diese komische Girlande mit diesem runden Papier. Ja, wie nennt man das denn? Ja, das war eigentlich nur eine Girlande, auf denen war so runde Papierkreise drauf aufgefädelt. In Kraft war das. In Kraft mit Silberglitzer. Ich wüsste nicht, was ich damit basteln sollte. Klar, man kann vielleicht irgendwie ein Mini-Album damit noch verzieren oder keine Ahnung, aber für meine Zwecke ist es nichts. Und ja, die haben sie jetzt bei uns für 50 Cent rausgeworfen. Aber wenn es was gewesen wäre, hätte ich mir das schon original im Sortiment gekauft. Und wie gesagt, für mich war es eben nichts. Finde ich sehr schade. Die fangen jetzt auch langsam mal an mit der Weihnachtsdeko. Sind im Moment auch noch beim Halloween und räumen jetzt gerade noch um. Da wird bestimmt auch noch mehr kommen. Ja. Also noch mehr als diese Sachen hier. Da bin ich mal gespannt. Es gab, glaube ich, auch noch rote Weihnachtsmänner, aber man musste echt genau hinsehen, um zu erkennen, dass das Weihnachtsmänner sind. Und ich meine, goldglitzernde Engel waren es noch. Ja, mal abwarten, was da noch so kommt, wie gesagt. Und ansonsten würde ich mich jetzt mal an die Ü-Post machen. Und ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich immer über jeden Kommentar. Abonniert meinen Kanal oder klickt auch gerne auf die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr von mir verpasst. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss.